Ja, das wissen wir doch mittlerweile alle schon. Ich weigere mich, diesen Durchgang zu untersuchen, solange der General da rumsitzt. Naja, wie gesagt, mal gucken, wie wir den loswerden. Warum hast du ihm den Stein gezeigt? Ich dachte, er wüsste vielleicht etwas darüber. Tja, jetzt weiß er auf jeden Fall etwas darüber, nämlich, dass wir ihn haben. Du hast ziemlich dick aufgetragen bei dem General. Ich habe nur seinem Ego geschmeichelt, George. Jedermann hat seine Achillesferse. Vielleicht, aber der schwache Punkt bei diesem Kerl ist bestimmt nicht an seinem Fuß. Hat sie überhaupt irgendwas gesagt? Der Mann, den wir bei der Unterhaltung mit dem General beobachtet haben, war Ouvier. Hast du ihn nicht erkannt? Ich habe ihn doch nie getroffen, weißt du nicht mehr? Der Typ, den ich in Paris angerufen habe, hat vorgegeben, Ouvier zu sein. Aber er klang nicht im Entferntesten wie der Kerl auf dem Polizeirevier. Vielleicht ist der Professor wirklich unschuldig. Ach was, es ist ein viel zu großer Zufall, dass er hier in Caramonte ist. Ja, wahrscheinlich. Ah ja, da bist du angekommen. Na dann. Professor Ouvier? Ja, wer sind Sie? Ich heiße Stobbart, George Stobbart. Können wir irgendwie ein Bier verkaufen? Ich meine, wenn der schon Ubier heißt, der freut sich bestimmt drüber. Sagt Ihnen der Name Karsak etwas? Ja, sicher, ich kenne ihn. Genauer gesagt, ohne Karsak wäre ich jetzt nicht hier. Wieso das? Er finanziert meine Expedition. Erzählen Sie mir etwas über Ihre Frau, Professor. Bitte nein. Ich will nicht über Sie reden. Sie haben sie erschossen, nicht wahr? Nein. Ich habe Carol geliebt. Sie hat mir alles bedeutet. Was wissen Sie über die Entführung meiner Freundin? Ich weiß nicht mal, wovon Sie da reden. Sie wurde in Ihr Haus in Paris eingeladen. Oh nein, nicht von mir. Ich war seit fast 7 Monaten nicht mehr zu Hause. Hatten Sie jemals einen mittelamerikanischen Butler oder Diener? Ich hatte niemals irgendwelche Dienstboten, Monsieur. Möchten Sie einen Keks? Nein, vielen Dank. Sollten Sie aber versuchen, die sind gut. Ich kann einfach nicht genug davon kriegen. Können Sie mir irgendwas über diesen Stein erzählen? Wo haben Sie den her? Das ist meine Sache. Wie viel wollen Sie dafür? Er ist nicht zu verkaufen. Sehen Sie dieses Etikett hier? Ja, da steht etwas von einer Firma namens Condor. Und was ist damit? Ich habe die Spur dieser Firma hierher nach Caramonte zurückverfolgt. Wissen Sie, wo ich die Büros von Condor Transglobal finden kann? Die Firma existiert nicht mehr. Sie ist vor kurzem bankrott gegangen. Können Sie diese Statue identifizieren, Professor? Oh ja, Tezcatlipoca, der Herr der Finsternis. Ein mittelamerikanischer Gott, richtig? Eine der großen Gottheiten. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Da, sehen Sie den spiegelnden Schild in seiner linken Hand? Die Mayas glaubten, er könne in den Spiegel schauen und damit in die Herzen der Menschen sehen. Er war der Wind, der nachts heranheulte auf der Suche nach Opfern. Und Opfer haben sie ihm dargebracht. Zu Tausenden. Menschenopfer? Männer, Frauen, Kinder, Tiere, alles, was blutete. Über die Stufen seines Tempels flossen Ströme von Blut. Die Mayas hatten eine Legende, der zufolge er eines Tages zurückkehren wird. Ich hoffe, ich bin dann nicht mehr da, um das mitzuerleben. Ich habe Beweise, dass Sie in direkter Verbindung mit Condor stehen. Ich habe Sie angeheuert, um Artefakte zu einer Galerie nach Paris zu verschiffen. Abgesehen davon habe ich keinen Kontakt zu dieser Firma, die ja, wie ich bereits sagte, auch schon längst nicht mehr existiert. Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, Professor? Natürlich. Sie ist zwar nicht der eigentliche Grund meines Besuches hier, aber ich freue mich trotzdem schon darauf, Sie mir anzusehen. Warum interessieren Sie sich für die Sonnenfinsternis, Professor? Na, reines Hobby von mir. Eigentlich ist ja Geschichte meine Welt, nicht Astronomie. Aber die Bewegung der Himmelskörper hat mich schon als Kind fasziniert. Um nichts in der Welt würde ich eine totale Sonnenfinsternis verpassen. Ja, ich meine, Sonnenfinsternis würde ich mir halt auch, also habe ich mir auch bisher immer angeschaut, wenn es irgendwie ging. Und ich interessiere mich jetzt nicht großartig für Astronomie. Ist halt was Besonderes, was halt nur sehr selten vorkommt. Hat die Sonnenfinsternis für Sie eine besondere Bedeutung? Für mich? Nein.
Für die alten Maya bedeutete sie das Ende des fünften Zeitalters. Vielleicht sollten wir eine kleine Feier ausrichten. Nein. Das Ende jedes Zeitalters bedeutete auch eine weltweite Zerstörungswelle. Und das fünfte ist das letzte Zeitalter und endet in der völligen Vernichtung der Welt. Schauen Sie sich das hier mal an, Professor. Was haben Sie dazu zu sagen? Wo haben Sie das her? Das spielt doch keine Rolle. Wie erklären Sie diese Abhebungen? Ich überlasse meine finanziellen Angelegenheiten meiner Sekretärin. Einschließlich Abhebungen in Bar von Ihrem privaten Konto? Ich vertraue Gwyneth uneingeschränkt. Und warum Marseille? Warum genau an dem Ort, an dem meine Freundin verschleppt wurde? Das ist doch wohl offensichtlich, Stobbart. Wir sind beide Opfer der gleichen kriminellen Verschwörung. Welche Verschwörung? Ich weiß es auch nicht. Gut, ich glaube da, oder? Warte mal, geht's da noch weiter? Na, ich glaube, durch das an dem Auto kommen wir erstmal nicht vorbei. Hier habe ich, glaube ich, nichts mehr. Oh, ein Wagen. Mit euch haben wir geredet. Plakat hatten. Ah, jetzt können wir, glaube ich, hier rein, oder? Dann schauen wir doch mal. Komm mal mit. Mhm. Hola, Senora. Hi, wir wollten eigentlich nur... Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Hi, ich heiße Nicole Collard. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobbart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Haben Sie mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein. Wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Caramonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Können Sie mir etwas über das Grubenunglück in der Mine erzählen? Unglück? Das war Sabotage. Jemand wollte, dass ich meine Mine schließen muss. Für immer. Haben Sie irgendwelche Beweise, dass die Mine sabotiert worden ist? Noch nicht. Aber ich bringe da schon noch Licht ins Dunkel. Es gab seit Monaten immer wieder Ärger in der Mine. Die Belegschaft wurde von Tag zu Tag kleiner. Jemand hatte unter den Männern das Gerücht ausgestreut, die Mine sei verflucht. Jetzt ist die gesamte Arbeit zum Erliegen gekommen. Wo genau liegt die Mine? Mehrere Tage flussaufwärts, in einer abgelegenen Gegend namens Teokulkan. Kennen Sie Professor Ubier? Ja. Soweit ich weiß, will er sich gerade auf eine archäologische Expedition begeben. Er hat sich bei mir heute früh ein paar Ausrüstungsgegenstände gemietet. Ich habe gehört, wie er mit dem General geredet hat. Ich glaube, die beiden arbeiten zusammen. Was? Hätte ich das gewusst, hätte er nicht meine löchrige Feldflasche von mir bekommen. Aber seit wann interessiert sich denn der General für Archäologie? Würde Ihnen vielleicht ein Hundekuchen gefallen? Würde Ihnen vielleicht ein Kinnhaken gefallen, Chico? Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein. Gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Das haben wir mittlerweile gemerkt. Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff, die Maya-Prinzessin. Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Sehen Sie das hier? Das ist mein Stück Glückskohle. Was ist denn so glücklich daran? Das weiß ich auch noch nicht. Netapo.
Okay, das war wahrscheinlich die Glückskohle. Ist hier richtig gelohnt. Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Ich meine es ernst. Die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Okay, sehr schön. Na du? Hi, einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Karamonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in 3 verschiedenen Sprachen. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Klingt doch ganz gut. Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senor. Wissen Sie, wo ich Senor Karsak finden kann? Nein, Senor. Wieso haben Sie keine Hose an? Ich fühle mich wacher ohne Sie. Irgendwie frischer. Und das stört Ihre Chefin nicht? Sie hat es ja sogar vorgeschlagen. Ah, müsste ich vielleicht auch mal probieren. Guter Tipp. Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Schon mal von einem Typen namens Karsak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie. Also noch mehr. Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senor. Wussten Sie schon, dass in ein paar Wochen eine totale Sonnenfinsternis eintritt? Ja, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. Klingt echt cool. Ich möchte da gerne mit. Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, Sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke. Gut zu wissen. Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Okay, also ihr seid aber auch nicht so unglaublich hilfreich. Sonst ist da gut ein Schrank, wo wir wahrscheinlich nicht dran können. Bleiben Sie da weg! Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Okay. Mitten im Büro. Sehr gut. Wenn da mal was schief geht. So, mal gucken, ob jetzt hier irgendjemand was Neues zu erzählen hat. Achso, Pearl, können wir mal noch sagen, dass wir einen Mann getroffen haben. Haben Sie den Typen getroffen, der sich selbst General nennt? Nein, habe ich noch nicht. Ist er ein echter General? Ich vermute schon. Er hat eine Menge Orden an der Brust. Allerdings auf der falschen Seite der Brust. Zumindest nach den Regeln jeder Armee, die ich kenne. Mhm. Ich habe gehört, Sie sind den ganzen Weg nach Karamonte gefahren, in einem Truck. Das stimmt. Und du glaubst einfach nicht, in was für einem Zustand einige der Straßen hier sind. Der Gedanke, dass es noch Orte gibt, die man nicht mit dem Auto erreichen kann, macht mich richtig traurig. Heutzutage sollte man doch annehmen, dass die einen vernünftigen Highway überall dahin bauen, wo Menschen hinfahren wollen. Ja, echt? Wussten Sie, dass der Truck voller Sprengstoff war? Wie kommst du denn auf diese Idee? Nein, sag's nicht. Ich kann's mir schon denken. Ihr Mann, er hat doch bestimmt übertrieben, oder? Manchmal frage ich mich, wie ich es mit Duans überschäumender Vorstellungskraft überhaupt aushalte. Wir sehen uns noch, Pearl. Ah.
Ja, gucken, ob wir dem jetzt halt irgendwie Sprengstoff noch holen können. Oder der Professor ist weg. Okay, wir können hier vorbei, notfalls. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senior Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand. Ganz schön pfiffig, Kollege. Okay. Glauben Sie, der General hatte etwas mit der Condor zu tun? Ach was zum Teufel, niemals. Und wenn der General ist, bin ich Buddhist. Nein, der Typ ist nur der Strohmann für die wahre Macht in Caramonte. Der General ist also nur eine Marionette? Er ist Pinocchio, bevor der die gute Fee traf. Total hölzern und an Fäden geführt. Und wer zieht an den Fäden? Seine Mutter. Besser bekannt als La Presidenta, die Diktatorin. Ist Miguel der Grund, warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen. Guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder. Wieso haben Sie eine ganze Wagenladung Sprengstoff, aber keinen Zünder dabei? Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Kofferpacken ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen. Hm. Tja, was, wenn du irgendwas richtig machen willst, mach's selber. Ach so, den Sprengzünder vergessen. Hm. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Ren dich zufällig darauf angesetzt? Oh, jetzt verstehe ich. Der ist zum Hochjagen der LKW-Ladung Sprengstoff, richtig? Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Duane sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Wir sehen uns noch, Pearl. Hat er ja auch recht. Wenn keiner mehr da ist, gibt's auch keine Probleme. So, gehen wir nochmal da hoch. Vielleicht können wir da irgendwie einen Sprengzünder abluchsen. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Dann müssen wir noch was überlegen. Ja, ist ja gut. Und dieses Gemecker. Habt ihr noch irgendwas Neues zu erzählen? Vielleicht mit Rinaldo und der scheint mir noch ein bisschen netter zu sein. Ich wüsste nicht, was ich ihn noch fragen sollte. Okay. Hast du eigentlich noch irgendwas Neues jetzt? Im Moment will ich mich mit Nico über nichts weiter unterhalten. Und nun? Ich habe ihn alles gefragt, was ich im Moment wissen wollte. Gut. So, mit dir haben wir geredet. Im Moment will ich mich mit...
Ich weiß nicht, worüber. Haben wir alles oder gehen wir nochmal zu Duane? Oder soll ich mich, vielleicht soll ich mich in der Polizeistation nochmal umschauen? Vielleicht kann ich ja mittlerweile nach hinten. Ich will eigentlich im Moment. Okay. Hey, Nico. Hey, Nico. Na komm. Gibt's denn hier noch was Interessantes drin? So, einmal antanzen bitte. Monitor. Ah, die Papiere. Ich brauche keine Reklamesendungen, besonders nicht die von anderen Leuten. Eine Reihe Sonderangebotswurfsendungen sind über den Schreibtisch verteilt. Auch gut. Stimmt, genau die Karte. Jena-Pack. Ah, okay. Ja, ich habe da 700 MB-Rolling, habe ich noch einige hier. Nutze ich ab und zu mal noch, um halt fürs Auto, wenn ich bei meinen Eltern bin, Musik drauf zu brennen. Ich meine, der Skoda hat zwar mittlerweile ein USB, also der hat auch gar kein CD-Laufwerk mehr drin, der hat halt einen USB-Anschluss, wo ich mittlerweile auch mal meine komplette Festplatte dranhängen kann, nachdem ich die auf FAT32 formatiert habe. Aber der Toyota, der hat halt noch ein Laufwerk für leider auch nur Audio-CDs und keine MP3-CDs. Ja, stimmt, das kann gut sein. Senior! Bitte lassen Sie die Karte in Ruhe. Will ich mit dir über die Karte reden? Haben Sie eine Landkarte von Caramonte? Eine Karte? Tut mir leid, Senior. Sowas habe ich nicht. Was ist mit der da an der Wand? Ach, das ist eine archäologische Übersichtskarte, Senior. Nicht geeignet für Touristen. Ich komme wieder. Ich komme wieder, keine Frage. Ja, der, wie gesagt, der Peugeot, den wir davor hatten, der konnte auch MP3-CDs. Aber der Toyota ist, glaube ich, auch noch ein Stückchen älter. So, Nicole, kannst du vielleicht jetzt mal den General ablenken? Hast du die Grafik an der Wand im Polizeirevier gesehen? Ja, sah wie eine Landkarte aus, aber ich konnte keine Details erkennen. Was immer es auch war, der General wollte nicht, dass wir es zu sehen bekommen. Ich weiß nicht. Hey, Nico! Vielleicht kann Rinaldo ja weiterhelfen. Ich wüsste nicht, was ich ihn noch. Okay, kann er nicht. Ich habe ihn alles. Ach du, Ah, Duane vielleicht. Vielleicht hat er eine Idee, was mit der Karte abgeht. Ich meine, so viel haben wir jetzt. Ich gehe jetzt einfach alle nochmal durch, ob wir die auf die Karte ansprechen können. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Hinweise. Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter. Okay. Ihr werdet ja wahrscheinlich nichts von der Karte wissen, oder? Erzählt mir etwas über den General. Ihr wisst schon, der Großmufti hier. Wir lieber nicht reden von ihm, Senior. Wieso nicht? Niemand kann euch hören, nur die alte Ziege. In hey. Caramonte, wir haben Sprichwort. Du nicht erzählen deiner alte Ziege, was deine Frau nicht soll wissen. Und was bedeutet das? Ich nicht weißen.
So alt bin ich doch noch gar nicht. Dreist. So, hast du vielleicht noch was zu der Karte zu erzählen? Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Also muss ich jetzt wieder zum letzten Rennen, der mir wahrscheinlich den entscheiden, oder wo es jetzt weitergeht. Nicole, du hast doch bestimmt Lust, den abzulenken, oder? Also wollt ihr die ganze Zeit schon fragen, wahrscheinlich hat das jetzt erst getriggert. Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht. Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Okay. Kannst du seine Schlange beschwören? Okay, mal gucken, was das wird. Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, Sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabulos! Nun, ich... ich würde gerne eine Story über Sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Sie, Signore General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden? Noch, die werden schon Spaß haben, denke ich. Wahrscheinlich kann er dann noch seine Briefmarkensammlung zeigen und so. Das wird. So, hallo Karte. No, 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 Signor. Der General hat befohlen, dass niemand diese Karte ansehen darf. Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Signor. Er würde es so leicht aus mir herausholen, wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay, okay. Ich muss ihn loswerden. Okay, dann gucken wir mal. Wie werden wir dich denn los? Möchtest du auch ein Interview geben? Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Signor. Danke. Ich gehe sie schnell holen. Ah, ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Du, Pearl? Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Aber was ist mit ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Na, das war ja fast nett von ihm. Nachdem Pearl und Rinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Na endlich. So, hallo Karte. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City.
Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Okay, am Safe können wir nicht. Der Tresor ist zweifellos abgeschlossen. Wenn wir schon mal hier sind. Na, Miguel? Ich bin George Stobart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Hallo Weltuntergang, vielen Dank fürs Folgen. Freut mich. Kennst du einen Kerl namens Karzak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Ubier? Stimmt, dieser Mann, Karzak, er ist Ubiers Boss. Warum hängt diese Schlinge darunter? Rinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Okay, ich glaube, wir sollten ihn doch mal da rausholen. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Licht haben wir. Ich komme nicht an die Lampe ran. Jetzt ist dein Stock noch. Aber sonst scheint hier erstmal nichts Interessantes. Führt zurück zum vorderen Büro. Jupp. Da würde ich gerne hin. Okay, da können wir sonst auch nichts machen. Aber wenn die jetzt alle so ein bisschen beschäftigt sind, vielleicht weiß ja die Minenfrau was von der Karte. Ich kann die da was mit anfangen. Mal schauen, was das wird. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Karamonte. Verrät die uns, wo Ubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Ubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Okay. Das war einfach. Wayne kann das ja bestimmt dann machen. Sehr nett. So, können wir der Kapelle noch die guten Nachrichten überbringen, dass wir eventuell den Miguel rausholen? Ich habe keine... Nö. Na dann, Duane, hauen Sie mal rein. Dann komm, bleib mal da, rede mit dem. George, rede mit Duane. Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Ja, nicht, dass es so ausgeht wie bei China essen Sie Hunde. Wo der arme Typ ja gar nichts von dem Sprengsatz mitgekriegt hat. Oh. Kann ich das mitnehmen? Nö.
Da war mein Aktenschrank. Der Aktenschrank ist wahrscheinlich abgeschlossen. Der Aktenschrank ist... Gut, bringt also auch nix. Na dann, die Hilfe ist da. Hey, Miguel. Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Kluge Entscheidung, elender Norteamerikaner. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobar. Geh deine Waffe polieren, Renaldo. Wahrscheinlich poliert er noch was ganz anderes. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. So, da wären wir. Sie haben sich ja umgezogen. Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Wie schön für Ihre Freunde. Ihre Augen glänzen heller als die Sterne. Von seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen. Mir geht langsam das Sofa aus. Ebenso mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön, solange er es aus der Ferne bewundert. Okay, wir haben ein wunderschönes Porträt. Genau, jetzt können wir auch in aller Ruhe reden, das stimmt. Ja, so dick waren die Gitter nicht, da hast du recht. Im Fernsehen gucken? Ich will mir keine schwachsinnigen Seifenopern reinziehen. Ich will das Bild nicht. Das Porträt irgendeines Typen in Uniform. Die absolute Spitzentechnologie. Zumindest im Jahr 1978. Damals. Oh, ein Schwertfisch. Ein ausgestopfter Schwertfisch. Können wir den mitnehmen? Beim genaueren Hinsehen entdecke ich, dass der Schwertfisch mit Einschusslöchern übersät ist. Der General ist ein echter Sportsmann, da gibt's kein Vertun. Eine Lavalampe. Ziemlich cool, auf eine etwas rückständige Art. Der General hält sie zweifellos für cool. Punkt. Okay. Ich will keine Lavalampe. Ach. Ein Tigerfell liegt auf dem Boden. Dem Tiger ist nicht mehr zu helfen. Können wir es mitnehmen oder wir stolpern einfach drüber, wie bei Dinner for One? Das ist General Graziento im voll aufgedrehten Schwerenöter-Modus. Ob dann gibt's sonst erstmal nichts. Okay. Zeit für ein Interview. Ist das eine Lavalampe? Klar. Sieht sehr beeindruckend aus im Dunkeln. Ich mache kurz mal die Vorhänge zu. Nein, nein, bitte nicht. Es ist doch so ein herrlicher Tag draußen. Hätte ja sein können. Was guckt der sich denn da an? Wer ist der Kerl mit dem Hut und der dicken Zigarre? Meine Mutter. Großer Fisch. Selbst gefangen? Gefangen? Ha, Angeln ist was für Kinder. Aber wir haben... Moment mal, sind das Einschusslöcher? Zwei ganze Magazine mit einer Vollautomatik. Der hat sich vielleicht angestellt. Ja, echt. Mir gefällt Ihr Fernseher. Oh ja? Cool, was?
Mami! Was ist hier los? Nichts, Mami. Ich war nur... Ich bin in Uniform. Und wenn ich meine Uniform anhabe, heißt das... Signora la Presidenta. Entschuldige, Signora la Presidenta. Also, was ist los hier? Was geht hier vor? Nicht, Signora la Presidenta. Ich habe meiner Freundin Nico gerade nur gezeigt, was ich für tolle Sachen habe. Hallo. Guten Tag, Senorita. Und was für Absichten haben Sie in Bezug auf meinen Sohn? Absichten? Wir haben nur geredet. Wie nett. Sie hat ein gutes Knochengerüst, Raoul. Hat sie auch Verstand? Sie ist Reporterin. So, ist sie das? Und was für Fragen hat sie dir gestellt? Ich bin freischaffende Fotojournalistin. Ich mache Lifestyle-Reportagen. Für welche Art von Zeitschriften? Ist wohl am sichersten, die Dummchentour zu versuchen. Mit gutem Knochengerüst. Für Hallochen, das Leben der Superreichen und Scheinheiligen, Night Magazine. Exzellent. Raoul, zur Abwechslung hast du mal eine gute Wahl getroffen. Es ist wohl ziemlich klar, wer hier das Sagen hat. Ich hoffe nur, George fängt etwas Sinnvolles mit der Zeit an, die ich ihm hier verschaffe. Ganz und bestimmt. Und als Sie in dieser Band da gespielt haben, da habt ihr diesen Song wirklich 2 Stunden lang runtergedudelt? Ja, wir waren wirklich berühmt an unserem College. Obwohl unsere Version war längst nicht so gut wie das Original. Ich habe das Lied noch nie gehört. Aber das dürfte wohl zweifellos stimmen. Hey! Psst! Hey, George! Duane Henderson, bin ich froh, Sie zu sehen. Gehen Sie zum amerikanischen Konsul und sagen Sie ihm, dass ich hier ohne Anklage eingesperrt worden bin. Was soll denn das bringen, George? Der Konsul war Ihr Vormieter in genau dieser Zelle. Wir müssen gutes amerikanisches Know-how anwenden, wenn wir Sie hier rausholen wollen. Oh, oh. Know-how? Und diesen Wagen voll Sprengstoff, den ich zufällig dabei habe. Duane, hören Sie mir zu. Sie werden uns alle umbringen damit. Sie sind so ein alter Schwarzseher, George. Das läuft wie Schnitzelbraten, glauben Sie mir. Negativ an negativ, positiv an positiv. Glaube ich jedenfalls. Okay, nur ein Minütchen. Ich muss mich nur gerade in sicherer Entfernung zurückziehen. Wir schlagen zu, Miguel. Los, die Matratze. Ihr habt komische Sitten da oben im Norden. Und los! Zu spät. Sind wir schon tot? Mist! Was ist los mit dem Sprengstoff? Es gibt keinen Sprengstoff. Mein bescheuerter Lieferant muss mir organischen statt chemischen Dünger eingepackt haben. Alles, was ich jetzt hier habe, sind 400 Pfund leicht angetoastete Pferdeäpfel. Ein wunderschönes Bild, Duane. Aber machen Sie sich nichts draus. Mir fällt schon was anderes ein. Ja, toll. Aber ja, wie gesagt, man sollte wirklich relativ gut hier durchkommen. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Aber Miguel vielleicht. Hör mir zu, Miguel. Gib mir das Seil und ich bringe uns hier raus. Gibt es einen Ort, wo du dich vor dem General verstecken kannst? Natürlich. Meine Freunde haben ein Boot bereit liegen, das mich flussaufwärts bringen kann. Aber wie wollen sie hier ausbrechen mit nichts als einem kurzen Stück Seil? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mir was aus. Vielleicht können wir so aus dem Fenster. Wenn der Plan nicht funktioniert, darf ich mich in Frieden aufhängen, ja? Ja, ja. Aus dem Fenster raushängen, oder? Ich habe bedauerlicherweise keinen Schlüssel zu diesem Schloss. Die Tür ist verschlossen. Ja, wie gesagt, da kommst du locker raus. Ja, genau, dann kann Duane einfach den Laster dran binden. Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Auf diesem Weg kann ich nicht fliehen. Hey, Duane, ich möchte, dass Sie dieses Seil an Ihrem Wagen festbinden und dann ein Stück vorfahren. Keine Ahnung, ob das wirklich klappt, aber ich habe das schon oft in Schwarz-Weiß-Western gesehen. Natürlich benutzte John Wayne ein Pferd, während Duane einen kleinen Viertonner fährt. Aber immerhin, das Prinzip ist doch logisch einwandfrei. Wie Sie meinen, George.
Bitte verzeihen Sie meiner Mutter. Sie kann manchmal etwas schwierig sein. Oh mein Gott, Raoul. Mach ihr einen Antrag, du Idiot. Hören Sie nicht auf sie. Sie will nur endlich Enkel. Glaub bloß nicht, ich könnte dich nicht hören, Raoul. Ich will einen würdigen Nachfolger. Und das bist nicht du. Also mach ihr jetzt einen Heiratsantrag. Oder ich tu's für dich. Hören Sie, Nico, wir kennen uns noch nicht sehr lange. Aber... Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist bestimmt Georges Werk. Ich sage nichts dazu, denn das liebliche Geräusch zusammenbrechenden Mauerwerks sagt doch schon alles, oder? Schnell, Senior, zum Fluss. Wartet, was ist mit Nico? George, was hast du denn gemacht? Du solltest doch bloß einen Blick auf die Karte werfen und plötzlich fängst du hier den Dritten Weltkrieg an. Keine Zeit für Erklärungen, komm weiter. Keine Bewegung, Terroristen abschauen. Redest du mit mir, Kleiner? Ja, ich rede mit dir, fetterer Mann. Und mein Name ist nicht Kleiner. Ein Wort der Warnung, mein Kleiner. Wenn du weiter mit diesem Erbsenwerfer vor meinem Gesicht rumfummelst, wird der Nächste, der ihn zu Gesicht bekommt, dein Proktologe sein, kapiert? General, ich kann mit Stolz berichten, dass ich die Terroristen gefasst habe. Du Idiot, nicht die, den anderen Amerikaner und diese Französin, das sind sie. Als ich das Bewusstsein wieder erlange, bin ich allein, angespült am Flussufer. Mein Kopf schmerzt höllisch und in meinem Mund habe ich einen sumpfigen Geschmack. Aber ich folge dem Klang und entdecke ein Baumhaus in einer nahegelegenen Lichtung. Ja, wie gesagt, mit dem Ton abmischen haben sie leider irgendwie nicht so ganz raus gehabt. Oh, eine Waschmaschine. Dieses Lianenseil könnte noch nützlich sein. Ob Liane die Schwester von Duane ist? Könnte man mal fragen. Hallo Noss, herzlich willkommen. Die Maschine ist kaputt. Die Konstruktion besteht aus einem groben Holzreifen mit Holzspeichen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Ding scheint zu funktionieren. Die Eisenkante des Wasserrades würde mir die Haut von den Fingern fetzen, wenn ich es anfasse. Das Wasserrad wurde gebaut, um eine natürliche Energiequelle anzuzapfen, den Bach. Das Rad hat eine Kante aus grob gehämmertem Eisen. Ein Haufen feuchter Blätter. Nehmen wir mal mit. Wird schon passen. Ein Haufen feuchter Blätter. Zwei runde Steine sind sorgfältig auf einem Holzgerüst ausbalanciert. Die Steine sind zu schwer, um sie von Hand zu drehen. Es ist schwer, wohl mit Absicht. So, jeder nur ein Kreuz. Mit der Hebelwirkung des Kreuzes konnte ich einen der Steine drehen, doch der andere blieb unbeweglich liegen.
Gut, dann müssen wir gucken, ob wir den vielleicht noch irgendwie befestigen können. In Ordnung. Hallo, jemand zu Hause? Scheinbar nicht. Können wir das Höschen da drin verstecken? Ein Haufen feuchter Blätter. Ein bisschen hier dran reiben. Ich lege den Kontoauszug auf die feuchten Blätter. Okay. Ein Haufen feuchter Blätter. Achso, vielleicht werden wir durchsucht. Vielleicht ein Keks noch? Den Kontoauszug, der war ja hier, stimmt, nee, den hat mir dem Ding schon gezeigt, den Professor. Ich glaube, sonst haben wir noch niemanden gefunden, dem der Kontoauszug da gehören könnte. Glückskohle? Nee. Das Ding vielleicht reinhauen? Vielleicht können wir den irgendwie zum... Ich halte die Statue an die Eisenkante des Rades und ein Funkenregen sprüht auf den Blätterhaufen herunter. Ah, mit dem Kontoauszug haben wir das ist angezündet. Achso, das Höschen an Nicole. Ich habe sie, glaube ich, mal gezeigt. Ich glaube, geben fand ich es ihr nicht großartig. Schnell, Mann, machen Sie das Feuer aus. Ich habe eine kranke Frau hier oben. Tut mir leid, Pater, aber ich musste irgendwie Ihre Aufmerksamkeit erregen. Doch einfach rufen können. Ach, George. Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Ich bin Pater Hubert. Ich vermute, Sie sprechen nicht zufällig Französisch? Warum wollen Sie das denn wissen? Ich habe heute Morgen eine junge Frau am Fluss gefunden. Sie hat hohes Fieber. Das arme Ding ist dem Tode nahe und ich kann nichts für sie tun als beten. Ich verstehe sie nicht, aber ich glaube, sie spricht Französisch. Warten Sie mal, das muss Nico sein. Na, so ein Glück. Gucken wir mal nach. Was machen Sie eigentlich hier draußen im Dschungel? Gottes Werk verrichten. Nicht ganz das Ziel, das ich früher vor Augen hatte, aber immerhin. Naja, Sie wissen ja, was man so sagt. Unerforschliche Wege und so. Sie wollten gar nicht hierhin? Nein, ich war unterwegs zum Bergbaucamp oben im Norden. Aber ich bin hier hängen geblieben, als mein Boot auf dem Fluss kenterte. Genau das Gleiche ist mir auch passiert. Wie lange sind Sie schon hier? 11 Jahre. Das ist meine Freundin, die Sie da in Ihrem Baumhaus verstecken. Was ist los mit ihr? Sie ist von einer giftigen Flussschlange gebissen worden. Aber können Sie nicht irgendwas für sie tun? Es muss doch ein Heilmittel geben. Penicillin und Morphium sind mir schon vor Jahren ausgegangen. Aber die Eingeborenen erzählen sich von einer Wurzel, die das Gift neutralisieren soll. Wo kann ich diese Wurzel finden? Das weiß ich nicht, aber vielleicht kann es uns der Schamane des Dorfes sagen. Zeigen Sie mir den Weg zum Dorf. Ich? Oh, aber... Ich kann nicht. Kann nicht? Nikos Leben hängt davon ab. Sie haben ja recht. Natürlich, ich darf nicht meine eigene Schuld und Scham, aber ich kann doch nicht als Stellvertreter des Herrn mit zerknittertem Kragen gehen. Ein zerknitterter Kragen? Sie wollen sagen, dass Ihnen Ihre gepflegte Erscheinung und Kleidung wichtiger ist als das Leben einer kranken Frau? Ich gehe nicht in das Dorf, wenn ich nicht wenigstens so gut wie möglich aussehe. Geben Sie Ihren Kragen mal her. Ich finde bestimmt einen Weg, ihn zu glätten. Vielen Dank, mein Sohn. In der Zwischenzeit muss ich über meine Predigt nachdenken. Ach ja, Kirche und ihre... Dieser Priester belastet offensichtlich noch einiges mehr als nur die Knitterfalten in seinem Kragen.
Kirche und ihre seltsamen Prioritäten. Okay, dann können wir das, warte mal, können wir den da reinpacken? Die Steine sind zu schwer, um sie von Hand zu drehen. Und? Ah, warte mal. Können wir dich festbinden? Die geflochtenen Lianen bilden einen Treibriemen, der die beiden Steine verbindet. Sehr gut, dann soll das jetzt noch funktionieren. Hallo, Kragen? Das ist ja genau meine Kragenweite. Also gelandet. Hunderte von Kilometern von zu Hause, um den Haushalt eines Priesters zu führen. Ja, die Welt ist schon ziemlich komisch. Ach ja. Na dann. Achso, das Kreuz muss noch rein. Hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. So. Die Bügelpresse funktioniert erstaunlich gut mit dem Kragen. Ich meine, das hätte er auch selber machen können. Ist ja immerhin sein Ding, das er da hingebaut hat, oder? Na komm, Hubi. Bedien dich mal wieder. Hier ist der Kragen, Pater. Vielen Dank, George. Sie glauben bestimmt, es sei etwas versponnen von mir, so einen Wirbel zu machen. Oh nein. Wenn ich 11 Jahre im Dschungel gelebt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch völlig Banane. Banane? Ja, vielleicht bin ich das wirklich, seit meinem letzten Besuch im Dorf. Wollen Sie mir nicht erzählen, was im Dorf passiert ist? Ich habe mein Gelübde vergessen. Ich ließ mich überwältigen von der Schönheit dieses unberührten Paradieses. Und in einem Moment der Schwäche brach die animalische Leidenschaft in all ihrer Bosheit durch. Haben Sie schon mal daran gedacht, romantische Literatur zu verfassen? Sind Sie vielleicht auch irgendwie eine körperliche Verbindung eingegangen in diesem Dorf? Ja. Ich schäme mich, es zuzugeben. Aber ich habe den Affentanz getanzt. Den Spitznamen dafür kannte ich noch gar nicht. Ich will lieber nicht noch tiefer in Schuberts dunkler Vergangenheit wühlen. Jetzt wurde es doch gerade interessant. Jetzt, wo Sie Ihren Kragen wieder haben, bringen Sie mich jetzt zum Dorf? Ich habe meine Predigt noch nicht fertig. Hören Sie mir mal gut zu, Pater. Ich weiß nicht, warum Sie sich so sträuben, in das Dorf zu gehen, und es geht mich auch nichts an. Aber der Grund kann wohl kaum wichtiger sein, als Nikos Leben zu retten. Sie haben recht. Ich muss verrückt sein. Wir müssen uns beeilen, wenn wir das Dorf vor Einbruch der Nacht erreichen wollen. Als wir endlich im Dorf ankommen, ist es Sonnenuntergang. Hallo Jungs. Freut mich zu sehen, dass ihr immer noch die Unterhosen tragt. Die waren das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir jemals bekommen haben, Pater. Meine ist zu eng. Tja, so müssen wir alle unser Päckchen tragen. Das hier ist George. Er möchte euch was fragen. Ich kann leider nicht bleiben. Viel Glück, George. Okay, das war ein kurzes Vergnügen. Was für eine Erleichterung. Ich fühle mich nie ganz wohl, wenn er in der Nähe ist. Ich auch nicht. Diese verdammten Hosen krabbeln mir immer den Hintern hoch. Also, was wollen Sie? Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Ja und? Meine ganze Familie ist schon von einer Schlange gebissen worden. Ich bin sogar mal von einer Maus gebissen worden. Es geht ihr wirklich schlecht. Ich habe gehofft, euer weiser Mann hätte vielleicht eine Medizin. Ein weiser Mann? Der muss im falschen Dorf sein. Okay. Pater Hubert sagte, hier im Dorf gäbe es einen weisen Mann, der mir helfen könne. Oh, er meint bestimmt den alten Mann, den Schamanen. Wollt ihr einfach rumstehen und zusehen, wie meine Freundin stirbt? Natürlich nicht. Halten Sie uns vielleicht für primitive Wilde? Wir beginnen natürlich sofort mit den Vorbereitungen für eine Feuerbestattung. Sehr gut, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ich möchte gerne zum Schamanen. Sie können da nicht einfach reingehen und mit dem Schamanen reden. Warum nicht? Sie müssen sich an das Protokoll halten. Der Schamane verlangt Tribut. Tribut? Ihr meint sowas wie ein Geschenk? Stimmt, genau. Die ewige Frage, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat?
Gebt mir doch mal einen Tipp. Was für Sachen mag euer Schamane? Hat er ein Hobby, einen Lieblingssport? Sie beleidigen uns. Der Schamane lebt auf einer höheren Geistesebene. Na gut, dann vielleicht ein Buch oder ein Puzzle. Hassen Sie es auch so, Geschenke für Leute auszusuchen, die Sie gar nicht kennen? Mhm. Hier, diese Kekse werden ihm schmecken. Wenn Sie meinen. Oh, das war's schon. Ich hätte dann gerne die andere Sache noch probiert. Er mochte die Kekse, besonders die schwarzen. Er will wissen, ob sie noch mehr haben. Okay, erstmal nicht, wie es scheint. Dieser nützliche Metallkegel ist für 1000 Dinge zu gebrauchen. Ja, zum Beispiel? Als Schutzhelm beim Mofa-Fahren? Glaube ich nicht. Hört mal, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich möchte eurem Schamanen das hier schenken. Soll er das etwa essen? Er ist schließlich ein alter Mann. Er könnte daran ersticken. Na, okay, wir können es auch noch durchprobieren. Immerhin. Hat euer weiser Schamane vielleicht Verwendung für einen Lippenstift? Nicht in der Farbe. Haben Sie nichts in Schwarz? Natürlich nicht. Dieser Stein hat mich hergebracht. Das ist ein Geisterstein. An Ihrer Stelle würde ich den nicht anfassen. Du hast recht. Er könnte verflucht sein. Es wäre ziemlich sinnlos, dem Schamanen die leere Dose zurückzuschicken. Aber gut, dann gehe ich jetzt mal. Stopp. Das hier ist ein Privatdorf. Haben wir die Kohle noch? Es wäre ziemlich... Ich lege mein Stück Glückskohle in die leere Schachtel. Wenn wir jetzt mal wieder eine Ziege treffen? Ich glaube nicht, dass die Indios dieses Geschenk annehmen würden. Komisch. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Dass sich da mal nicht die Zähne dran ausbeißt. Der Schamane wollte den schwarzen Felsen nicht. Können wir jetzt endlich mal rein? So das vielleicht. Ich lege den Maya-Stein in die leere Schachtel. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Wir müssen einfach alles in die scheiß Schachtel da reinlegen. Ich werde sie ihm bringen. Der Schamane will mit Ihnen reden. Das hatte ich doch gehofft. Also, war nett mit euch zu plaudern, Jungs.